Liebe Zuschauer, einmal im Jahr wird das Unwort des Jahres gekürt und im Jahr 2012 hat der Begriff Finanzmarkttransaktionssteuer eine gute Chance gehabt, das Unwort des Jahres zu werden. Es sollte halt eben, oder es soll besteuert werden, eben Kauf und Verkauf ab Aktien und auch verschiedene andere Wertpapiergeschäfte. Und die Politik will das natürlich einführen, aber Banken und Verbände und auch das Deutsche Aktieninstitut sagt, das könnte eher für Kleinsparer und eben Sparer schädlich sein, als dass es eben hilft und als dass es Spekulanten und Zocker eben abschreckt. Das Deutsche Aktieninstitut zu dieser Studie möchte ich hier bei mir begrüßen, die Geschäftsführerin oder ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied, nämlich Dr. Christine Bortenlänger. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, danke. Ja, die Finanzmarkttransaktionssteuer in 2012, am 1.8. genau, ist sie in Frankreich schon eingeführt worden und in Deutschland wird es weiter diskutiert. Die Frage natürlich, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass sie tatsächlich kommen wird? Das kann momentan keiner so ganz genau sagen. Zum einen stehen wir kurz vor der Bundestagswahl. Je nachdem, welche Regierung wir sehen werden, verändern sich die Wahrscheinlichkeiten. Aber was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir die Politik insgesamt davon überzeugen, dass dieses Instrument eigentlich nicht das Richtige ist, wenn man sich mal die Ziele anschaut, die ursprünglich damit angestrebt wurden. Die Ziele, die ursprünglich angestrebt wurden, sind zum einen natürlich Spekulanten und Zocker sollten abgeschreckt werden, beziehungsweise das Risiko etwas aus dem Markt genommen werden. Ist es denn tatsächlich mit dieser oder mit so einer Finanztransaktionssteuer möglich? Also eines der Ursprungsziele war ja auch, die Verursacher der Krise an den Kosten zu beteiligen. Und ich glaube, zu diesem Punkt müssen wir nochmal zurückgehen. Und als die Politik genau über dieses Ziel gesprochen hat, dazu gehört dann natürlich vielleicht auch langfristig Volatilität, also Risiko aus dem Markt zu nehmen. Aber wenn man da nochmal zurückgeht, dann erinnert man sich auch, dass es so geäußert wurde, dass die Unternehmen und die Privatanleger von dieser Steuer nicht betroffen sein sollen. Und dieses Ziel wird definitiv nicht erreicht. Hier müssen wir nochmal sehr genau hinschauen. Und entweder muss die Politik sich nochmal die Ziele neu überlegen oder andere Instrumente. Es ist halt geplant, dass beim Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen eine Besteuerung von 0,1% vom eben Nennwert abgeht und bei Derivaten 0,01%. Das klingt ja im Grunde nach nicht viel. Bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro wären das also 10 Euro im Grunde, wenn man das mal so runterrechnet. Aber letztendlich nochmal die Frage, erfüllt es denn tatsächlich den Sinn? Also zum einen, es hört sich niedrig an. Dabei wird aber vergessen, dass es im Grunde genommen, also die Finanztransaktionssteuer, so ähnlich wirkt wie die Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer. Das heißt, sie fällt im Prinzip auf jeden Fall beim Endanleger an. Und in dem Fall haben wir aber eine Besonderheit, es gibt keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, sie fällt auch in all den Zwischenstufen ab. Wenn Sie sich jetzt den Kauf einer Aktie überlegen als Privatanleger, dann kaufen Sie die Aktie und ordern dazu bei der Bank. Die Bank ordert dann bei der Börse. Gerade wenn es nicht so liquide Papiere sind, und da zählen auch schon viele Werte aus dem MDAX dazu, ist nochmal ein Kontoführer, ein Börsenmakler dazwischen geschaltet. Das heißt, es gibt viele Stufen in so einem Geschäft. Wenn Sie jetzt einen Fonds kaufen, weil Sie Kleinsparer sind und nicht in einzelne Aktien investieren, sondern eine Streuung suchen, dann fällt hier zwischendurch auch noch, weil der Fonds dann die Aktie kauft und auch immer wieder umschichtet, fällt jedes Mal dieses 0,1% an. Das heißt, wir sind schnell bei sogenannten Kaskaden oder Wirkungsketten von 3-, 4- oder 5-fachem Steueranfall, zumal die Steuer in aller Regel auch bei beiden Seiten anfällt. Also immer beim Käufer und Verkäufer dieser Transaktion. Und dann sind wir schon nicht mehr bei harmlosen Beträgen. Und dann natürlich aber die Frage nochmal zu dem Ursprungsziel zurück. Sie hatten es gesagt, Banken sollen eben an ihrer Rettung, an den Kosten ihrer Rettung mitbeteiligt werden. Wie werden sie denn dann daran tatsächlich mitbeteiligt? Und wie muss das vielleicht im Grunde neu justiert werden, diese ganze Steuer? Also Banken werden durchaus auch daran beteiligt, aber wegen diesem Effekt, wie bei der Mehrwertsteuer, alle Privaten wissen, dass sie am Ende, wenn sie ein Produkt kaufen, die Mehrwertsteuer bezahlen. Vorher wird die Mehrwertsteuer nur durchgereicht. So wird es auch bei der Finanztransaktionssteuer sein. Am Ende zahlt der Anleger. Die Banken werden da an den Kosten beteiligt, wo sie sogenanntes Eigengeschäft machen. Aber es gibt eine Schätzung der EU, dass insgesamt in den 11 Ländern, die die Steuer einführen wollen, das ist ja nicht nur Deutschland, 35 Milliarden circa Steueraufkommen anfallen. Davon 10 in Deutschland. Und von diesen 10 werden ungefähr 7 Milliarden bei Privatanlegern und Unternehmen getragen und 3 Milliarden werden wahrscheinlich im Finanzsektor verbleiben.
Das heißt also, wenn wir jetzt auch nochmal auf Unternehmen vielleicht eingehen, die es ja auch betreffen würde, bei Absicherungsgeschäften zum Beispiel, Derivate sind ja im Grunde nicht nur für Spekulanten und Zocker, sondern auch als Absicherung für Unternehmen. Was würde das denn für Unternehmen zum Beispiel auch noch heißen? Also um das nochmal zu erklären, dass Derivate eben nicht nur Zockerprodukte sind, das ist mir ganz wichtig. Unternehmen nutzen Derivate, um zum Beispiel Währungsrisiken, aber auch Risiken auf Rohstoffpreise oder Zinsänderungsrisiken abzusichern. Wenn ein Unternehmen seine Produkte zum Beispiel in die USA verkauft, besteht das Risiko, dass der Dollar sich verändert und dann wird ein Derivat abgeschlossen, um dieses Risiko nicht im Unternehmen zu halten. Derivate sollen eben auch besteuert werden und jetzt können Sie sich bei der Vielzahl der Transaktionen vorstellen, die ein Unternehmen macht, um sein Geschäft abzusichern, dass hier eben auch die Absicherung in den Unternehmen besteuert wird. Wir sagen dazu, es ist eigentlich eine Besteuerung des Risikomanagements von Unternehmen. Daran ist negativ, dass damit das Risikomanagement für Unternehmen teurer wird, weil eben die Steuer zu bezahlen ist und man am Ende möglicherweise bei den Unternehmen aus Wirtschaftlichkeitsgründen zum Teil auf diese Absicherungen verzichten wird. Damit haben wir genau den Effekt, dass wir uns Risiken, die wir jetzt zum Teil im Finanzbereich gesehen haben, plötzlich zusätzlich im Unternehmensbereich sehen. Und die deutsche Volkswirtschaft ist sehr abhängig von erfolgreichen Unternehmen. Das heißt, wir schaden uns damit möglicherweise direkt, zum Beispiel, wenn mehr Risiken entstehen und dadurch Arbeitsplätze leiden. All diese Dinge muss man sich vorher überlegen. Sie hat noch eingangs gesagt, dass die Politik das Ganze nochmal überdenken sollte. Was wäre denn Ihre Forderung, beziehungsweise wie würden Sie denn sagen, könnte man diese Steuer denn justieren, dass sie dann tatsächlich wirksam wäre? Aus meiner Sicht ist die Steuer einfach das falsche Produkt. Man bezieht sich gerne auf Tobin, der diese Steuer sich einmal überlegt hat, um Risiken aus dem Markt zu nehmen. Wir haben heute aber eine ganz andere Situation. Die Steuer wird so nicht wirken. Das heißt, wir müssen uns, um die Kosten auf die Verursacher zu verteilen der Krise und um das System stabiler zu machen, andere Instrumente überlegen. Und hier können wir auch ein bisschen beruhigt sein, weil es ist zum Teil in der Politik schon sehr, oder nicht nur zum Teil, es sind viele Maßnahmen ergriffen worden, die den richtigen Weg bedeuten. Und insofern sollten wir jetzt nicht zusätzlich diese Steuer einführen, die so viele negative Effekte hat. Mein Wunsch wäre, dass man erstmal wartet, wie Basel III, die neue MiFID, aber auch die EMIR, die neue Überwachung der Banken auf europäischer Ebene, wie all diese Dinge wirken, anstatt dass man jetzt vorschnell ja letztlich mit zu vielen Instrumenten und dann vor allem auch in die falsche Richtung feuert. Sie sagten es bereits, 11 Länder von der EU wollen eben diese Steuer einführen. In Frankreich, hatte ich eingangs gesagt, besteht sie schon. Großbritannien, Luxemburg und auch die Niederlande sind absolut dagegen. Wie einheitlich wird denn dieses Bild letztendlich sein? Also glauben Sie, dass es tatsächlich so sein wird, dass bestimmte Länder sich dafür entscheiden und dann wieder andere dagegen? Und was heißt das dann für Europa? Also man sieht, Italien hat es auch eingeführt. Italien und Frankreich sind vorgelaufen mit deutlich negativen Effekten auf den Aktienhandel. Beide haben damit begonnen, Aktien zu besteuern. Unter den 11, die sich in Europa derzeit überlegen, die Steuer einzuführen, bröselt es schon ganz schön. Viele hören genau hin, wenn zum Beispiel Schweden berichtet, welche negative Effekte die Steuer für Schweden hatte. Dort hat man die Steuer auch wieder abgeschafft. Und es gibt einen netten Spruch aus Brüssel, dass sich die 11 derzeit über nichts einig sind, außer über den Namen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wo der Weg hingeht. Also ich gehe davon aus, dass es sogar von der Brüsseler Seite her noch mehr bröckelt als jetzt hier in Deutschland, dass sich aber eben auch deutsche Politiker das Thema nochmal genau überlegen. Und als Vorreiter im Grunde mit, Sie sagten Frankreich und Italien schon, aber dass Deutschland jetzt im Grunde das Ganze auch proaktiv startet, mit als Vorreiter, sehen Sie das oder glauben Sie, dass Deutschland dann doch eher nochmal abwarten wird? Also ich hoffe, dass Deutschland abwarten wird und dass Deutschland sich gegen die Steuer entscheiden wird. Es wäre wirklich fatal und man muss sich unsere Studie genau anschauen. Hier wird sehr genau erläutert, wo die verschiedenen Probleme liegen und welche Belastungen in welche Bereiche gehen. Und das ist lesenswert. Vielleicht nochmal die Frage auch, wenn tatsächlich jetzt Deutschland sich dafür entscheiden würde, auch in Europa dann praktisch für die Abwanderung, dass Geschäfte halt nicht mehr in Deutschland getätigt werden. Wie groß sehen Sie die Gefahr dann dafür?
Also auch wenn das Konzept versucht, die Abwanderung einzuschränken, wird es Abwanderungsbewegungen geben. Und auch hier weisen wir darauf hin, dass gerade die mittelständischen Unternehmen und die Privatanleger es sich am schwersten tun, abzuwandern. Zum einen, weil sie hier wohnen und ihren Sitz hier haben. Zum anderen auch, weil sie durch langfristige Verträge gebunden sind. Das heißt, es wird einige wenige geben, die durch Verlagerung des Geschäftes der Steuer ausweichen können und damit, also gerade bei Unternehmen, auch die Belastung senken können, wofür ich durchaus Verständnis habe. Es hat nichts mit Steuerflucht zu tun, sondern mit der Ermöglichung eines sinnvollen Risikomanagements. Die anderen werden von der Steuer belastet sein, werden nicht ausweichen können. Wie sieht es mit der Popularität der Aktie dann aus, wenn es tatsächlich noch eine Besteuerung dann eben geben sollte? Denn die Deutschen sind ja sowieso nicht so die Freunde der Aktie, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Sehen Sie dann auch die Popularität weiter durchaus schwinden? Also leider haben wir ohnehin eine geringe Aktienkultur. Die Steuer wird aber nicht nur die Aktie weiter beschädigen und mit einer zusätzlichen Steuer belasten. Die Aktie ist ohnehin leider schon sehr stark belastet, sondern auch andere Produkte wie zum Beispiel den Riester-Fonds-Sparplan. Wir haben ausgerechnet, dass die Finanztransaktionssteuer beim ganz normalen Riester-Fonds-Sparplan, wenn man über 30 Jahre anspart, 10% der Rente am Ende kürzt. Das heißt, Politiker stehen letztlich mit einer Äußerung pro Finanztransaktionssteuer gleichzeitig für eine 10%ige Rentenkürzung bei der Riester-Rente ein. Und das können wir uns alle nicht wünschen. Deutschland hat den Bedarf, dass Anleger zusätzlich privat vorsorgen, und hier würde die Steuer in der Breite negativ sein, nicht nur auf die Aktie. Das muss man sich sehr bewusst machen. Also die Finanzmarkttransaktionssteuer, auch dieser wichtige oder beziehungsweise schwierige Begrifflichkeit, ist oder sollte durchaus nochmal diskutiert werden. Und es sollte definitiv noch einmal genauer in die Studie geblickt werden vom Deutschen Aktieninstitut. Dr. Christine Bortenlänger, erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren zum Interview. Und liebe Zuschauer, also Fazit der Finanzmarkt- oder Finanztransaktionssteuer ist auf jeden Fall, dass sie doch noch durchaus mal überdacht werden sollte und die grundlegenden Bestimmungen, die eben als Grundlage dienten für diese Steuer, ja, ob die denn überhaupt so gegeben sind mit der Einführung der Steuer, das ist eben tatsächlich fraglich. Ich sage danke, dass Sie dabei waren, und bis zum nächsten Mal zum Interview sage ich dann erstmal Tschüss.